Thema heute ist das Verhalten im Unendlichen, also die Frage, was macht die Funktion bzw. deren y-Werte, wenn x sehr groß positiv oder sehr groß negativ wird. Lasst euch nicht von der Limes-Schreibweise in den Ansätzen verwirren, wir setzen einfach für f von x unseren Polynom dritten Grades ein. Schön ist, dass wir uns nur um die höchste Potenz kümmern müssen und den Rest getrost vergessen können. Unendlich hoch 3 strebt gegen unendlich und mal 0,25 immer noch. Minus unendlich hoch 3 strebt gegen minus unendlich und mal 0,25 ebenso. Folgende Schreibweise stellt die Ergebnisse vereinfacht dar. Je größer die x-Werte, desto größer die y-Werte. Je kleiner die x-Werte, desto kleiner die y-Werte. An folgender Skizze soll die Bedeutung symbolhaft gezeigt werden. Du darfst gerne liken, teilen und oder kommentieren. Danke, ciao!